Ja, klar, sind wir zufrieden, dass wir gewonnen haben, aber wir haben gesehen, dass Austria Salzburg sehr, sehr gut ist mit den Fans im Rücken. Strahlen sie ein sehr, sehr hohes Selbstvertrauen aus, das hat man auch gesehen, sind dann auch verdient 1:0 in Führung gegangen. Aber meine Mannschaft hat Charakter gezeigt, hat innerhalb kürzester Zeit den Rückstand wieder umgewandelt in einen Vorsprung und das war die richtige Reaktion. Und schlussendlich, glaube ich, ist der Sieg geht in Ordnung und es war ein tolles Spiel, tolle Kulisse. Wie ist es als junger Spieler vor so einer Kulisse aufzulaufen, gerade gegen die Austria? Ja, unglaubliches Gefühl. So viele Leute, auch wenn sie gegen uns gepfiffen haben, aber natürlich motiviert die gleich viel aus wie für uns sind. Und ja, ein wahnsinniges Gefühl, das zu spielen. Wir haben uns sicher sehr viel vorgenommen für das Spiel. Wir wissen, das sind alles junge, talentierte Jungs. Und ich glaube, es war sicher einer der spannendsten Spiele da in der Halle. Es hat sich jeder nur auf das konzentriert, auf so ein Spiel. Für uns war es eine Lehre. Wir haben eins gewonnen, eins verloren. Es ist nur für uns alles offen. Vielleicht treffen wir es wieder im Viertelfinale, wer schaut. Wie war es mit der Schiedsrichterleistung zufrieden? Es waren ja doch ein paar strittige Szenen. Du hast unter anderem eine blaue Karte gekriegt. Sicher geht es in dem Spiel sehr, sehr hitzig zu. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt eine richtige Entscheidung ist, aber in solchen Emotionen ist das leider so gefallen. Es tut mir leid für die Mannschaft, aber ja, man glaubt immer, der Schiedsrichter schuld oder nicht, aber man kann es machen. Gratulation an Red Bull, die waren besser und vielleicht kommt noch eine Chance. Ich finde, dass sich die Austria Salzburg-Fans sehr fair verhalten haben, dass die Gesänge sind. Das ist ganz normal, das steht ihnen auch zu, dass sie so in ihre Meinung äußern. Trotz allem, was mich gefreut hat, dass meine junge Mannschaft mit dem sehr, sehr gut umgegangen ist, da jetzt die nicht irgendwo Angst gehabt hat oder zu viel Respekt gezeigt hat, sondern trotz allem an ihre Leistung und an ihr Können das gezeigt haben. Und das war für mich wichtig, das hat mir sehr gut gefallen. Und trotz allem Kompliment an die Austria Salzburg-Fans, die sich trotz allem sehr, sehr positiv verhalten haben, sehr fair verhalten haben. Wie ich vorher schon gesagt habe, die Sprechchöre, die gehören einfach dazu, das soll so sein. Und sind wir froh, dass sie in der Halle sind und für gute Stimmung sorgen.